Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Mirage. So, wir müssen einmal zu Roshan, oder ich wollte einmal zu Roshan. Das ist sogar das Ziel. Haben wir ausgewählt, um zu gucken, ob sie vielleicht noch ein paar Informationen für uns hat. Krieg ich nicht kaputt. Alles gut, Opa. Ich wollte nur mal hier so ein bisschen Fässer kaputt machen. Mal gucken, ob da eigentlich auch was drin ist, aber scheint nicht so. So, oh, ich habe gerade was ins Auge gekriegt. Nicht schön. So, wir wollten an der Mauer entlang gehen. So, hier wäre noch ein kleines Präsent für Roshan, ne? Ein babylonischer Schmuck. Eine kleine Aufmerksamkeit, die magst du. So, den könnten wir eliminieren einfach. Mitten auf der Straße. Damit bin ich gemeint. Bitte sichert eure Heime und beschafft euch die nötigen Mittel für zu erwartende Reparaturen. Okay. Davon bin ich nicht betroffen. Ich bin Schmarotzer. Ich wohne bei Roshan. So, das heißt, wenn der Fluss übertritt und das... Na, Kollege, haben wir die Kante nicht gesehen. So, wenn der Fluss übertritt, das soll nicht unser Problem sein, ne? Das ist ja Sache des Vermieters. So. Sind wir sogar schon fast da. Wir wohnen tatsächlich aber sehr dicht am Fluss dran, ne? Fulad und Roshan wollen sicher über diese Entwicklung informiert werden. Keine Ahnung, worüber die gerade gesprochen haben, aber es hörte sich an, als haben die etwas Angst. So, da sind wir wieder. Diesmal durch die Tür wie ganz normale Bürger. An Alis Stelle würde ich dasselbe tun. Ein Heer ist nur so stark wie sein schwächster Soldat. Friede sei mit dir, Basim. Friede sei auch mit dir, Ahmad. Wie war deine Reise? Ich bin Abu Jafar. Der hat aber die Filme Rambo nicht geguckt, ach ja, ne? Entschuldige. Es reicht auch ein starker Soldat. Gibt es ein Problem? Noch nicht. Aber wir haben herausgefunden, dass Ali eine Abmachung mit Nur treffen wollte, um den Aufstand im Austausch für seine Hilfe zu versorgen. Der Orden ist ihm ein Dorn im Auge, ja. Aber Ali hat es auf das Kalifat abgesehen. Er wird wollen, dass wir uns an die Abmachung halten. Hast du Neuigkeiten für uns? Unser Ziel heißt El-Hul. Er setzt Gefangene und Arbeiter für Grabungen um Bagdad ein. Ali und einige seiner Männer wurden gefangen und markiert. Mit Beschis Hilfe konnte ich sie befreien. Aber Ali wurde zur Befragung woanders hingebracht. Einer der Aufständischen zeigte mir sein Mal. Wenn diese Liste der Gefangenen stimmt, wurde Ali zum Gefängnis beim Beb Dimashq gebracht. Wo sind diese Aufständischen jetzt? Bei einer Wassermühle am nördlichen Stadtrand. Ich werde sie aufsuchen. Sehen, was ich über diese Abmachung erfahren kann. Du suchst nach Ali. Mhm. Das Gefängnis am Beb Dimashq ist das am besten bewachte Gefängnis Bagdads. Das wird eine Herausforderung, das kann ich dir sagen. Für mich oder für die? Wir treffen uns beim Haupttor des Gefängnisses. Einen Augenblick, bevor du gehst. Ich habe ein paar nützliche Gedanken anzubieten. Ich bin ganz Ohr. Als erstes ist hier eine Tafel mit Informationen, die wir von unseren Spitzeln in der Stadt erhalten. Wirf einen Blick darauf, wenn du Zeit hast. Dann gibt es in diesen Landen eine Fülle an Materialien, um deine Waffen zu verbessern. Der Schmied Johar hier in der Nähe könnte dir dabei helfen.
Und schließlich bin ich bei Werkzeugverbesserungen für dich da. Bringe mir Materialien und ich sehe, was ich tun kann. Hilfsmittelaufwertung. Jedes deiner Hilfsmittel kann aufgewertet werden, mit verschiedenen Effekten angepasst werden. Um ein Hilfsmittel zu verbessern, besuche die Banu Musa im Bruderschaftshaus der Verborgenen. Die Dienstleistungen kosten eine bestimmte Menge Materialien für Verbesserung. Stahlwaren, Leder, Bauteile. Gut, also wir können die hier aufwerten. Ein leichtes Wurfmesser, das optimal für kurze Entfernung ist, kann mit höherwertigen Materialien und alchemistischen Eigenschaften verbessert werden. Okay, wir könnten hier... Schalte diesen Rang frei für... Würde ich glatt mal machen. Zusätzliche Fassungsvermögen erhöht die Anzahl der Nutzung dieses Werkzeugs um 2. Ist aktiv. Erhöht die Entfernung, die du dieses Hilfsmittel werfen kannst. Und den Schaden des Wurfsmessers um 50%. So, ich bin der Hoffnung, dass wir die irgendwann so aufgewertet kriegen, dass die mit einem Wurf direkt killen. Aber wer weiß. Warte, das waren jetzt die Wurfmesser. Kann ich hier noch irgendwas? Schön, dich zu sehen. Ja, willkommen, schön, dich auch zu sehen. Ich möchte nochmal nach den Hilfsmitteln gucken. Das ist mein Angebot. Nee, nur die Wurfmesser, keine Schwerter. Okay, dann gehen wir wieder zurück. War's das? Ja. Danke, dass ihr eure Gaben teilt. Auf bald! Fulat ging voraus, um einen Weg ins Gefängnis am Beb Dimashq zu finden. Ich sollte ihn suchen. Doch zuvor könnte es hilfreich sein, diesem Schmied einen Besuch abzustatten. Jede Verbesserung könnte sich als nützlich erweisen. So, der Schmied. Müssen wir den noch markieren. Aufträge. So, wo ist denn der Schmied? Da, Schmiede. Wenn er sagt, das ist sinnvoll, dann ist das sinnvoll. Dann gehen wir da mal hin. 60 Meter. Und untertauchen. So, dann drückt das nicht so im Rücken, ne? Wenn man so einen schweren Klingelbeutel da hat. Das drückt ja total auf die Bandscheibe, ne? Also, wenn sie da am Wasser schiffen ist... So, haben wir sie mal ein bisschen erleichtert, ne? Von ihrem Leiden. Okay, Knochenwürfel und Dirham. Ja. Hat man es gesehen, wie sie sich so nach hinten gedrückt hat, weil es schon unangenehm gedrückt hat im Lendenbereich? Aber auch dafür sind wir da, ne? Ich bin an der Schmiede schon vorbei. Also hab mich entfernt. Ah, da haben wir den guten Mann. Und er ist nicht gewillt, mit mir zu sprechen. Du bist doch der Schmied. Hallo? Okay, ich darf mich nur mit Fulat treffen. Klemmoment, Katze. Boah. Ich darf mich nur mit Fulat treffen. Also ich darf meine Sachen hier scheinbar nicht aufwerten. Wieso auch immer, der Typ ignoriert mich. Das ist so frech. So respektlos. Nicht ein Ton redet er mit mir. Dabei habe ich Geld. Stetig mehr. So. Darf ich mal?
Okay, dann treffen wir uns eben mit Fulat. Wenn wir die Schmiede nicht besuchen dürfen. So. Ach, das ist so eine Gruppe Söldner. Glaubst du, Nabil gewinnt dieses Jahr wieder den Ringkampf? Ich kann hier mit gar keinem quatschen. Ist nichts passiert. Ich hab oben rechts eine 2. Das ist cool. Also ich kann hier wirklich mit niemandem... Doch, mit ihm könnte ich widersprechen. Das ist ein Ding. Gut, dann darf ich halt mit dem Schmied nicht reden. Habe ich auch nicht vor. So. Entschuldigung bitte. Ja, ihr müsst auch mal ein Stück zur Seite gehen, ne? Ihr seid hier nicht alleine auf der Straße. Entschuldigung. Oh, oh, Sir, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich habe sie hinten ganz dreckig gemacht, Entschuldigung. So, hab's schon weggemacht, ne? Jetzt sind wir wieder sauber. Okay, ich muss auch weiter. So, Fulat, wo bist du denn da oben? So. Da ist es. So grausam und unerbittlich wie in meiner Erinnerung. Du warst hier einmal Gefangener? Oh nein, ich war nie dort drin. Tatsächlich kam ich dem Gefängnis nie näher als bis zu genau diesem Ort. Von hier aus ließ ich meinen Drachen hoch über die Gefängnismauern steigen. Sein Muster war einzigartig, musst du wissen. Ich hatte ihn mit meinem Vater gefertigt, als ich noch klein war. Also kam ich Tag für Tag her und hoffte auf einen Windstoß, der ihn hoch genug tragen würde, damit er ihn sieht und weiß, dass ich da bin. Ich weiß nicht, ob er ihn jemals sah. Ich kenne diesen Schmerz und es tut mir leid für dich. Was, sein Vater war im Gefängnis? Solcher Schmerz bereitet uns den Weg, erinnert uns daran, wer wir sind, wer wir sein können. Da wir gerade von Wegen sprechen, ich sehe nur einen und der ist nicht einladend. Nein, wir müssen dich hineinbringen, ohne gesehen zu werden. Könnte die helfen? Wo hast du die her? Von Beshi. Er sagte, diese Münzen hätten unter dem gemeinen Volk einen großen Wert. Durchaus. Du könntest vielleicht die Wachen dazu bringen, wegzusehen. Oder die Hilfe einiger Händler bekommen. Ich werde sehen, wonach mir der Sinn steht. Ich kehre ins Bruderschaftshaus zurück. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Angenommen, wir entscheiden uns dafür, die Wachen zu bestechen. Bestechen wir dann automatisch alle Wachen? Oder guckt denn der weg, dem wir die Münze geben und der ganze Rest hasst uns immer noch? Befreie Ali ibn Muhammad. Der Anführer des Aufstandes und Verbündeter der Verborgenen wurde gefangen genommen und in das bestbewachte Gefängnis Bagdads gebracht. Dort einzubrechen wird nicht leicht. Kitmatun-Münzen sind eine seltene Währung und können bei jenen, die sie zu schätzen wissen, gegen Gefallen eingetauscht werden. Suche nach Möglichkeiten, dich in das Gefängnis beim Bab Dimashq einzuschleichen. Okay, also wir können, ich denke mal, das sind die Söldner, Händler und Wachen. Nee, das werden die Wachen sein. Ja, schwierig, ne? Also wenn wir die Wachen wirklich nehmen würden... Wie weitreichend ist das? So, wenn wir jetzt einen Händler nehmen, was macht der? Verkauft er uns als Sklaven? Okay, wir können ja mal gucken. Wir suchen nach Möglichkeiten, in das Gefängnis zu kommen. Ich bedarf deine Augen, Sadiki. Okay, wir hätten einmal
die Wachen hier vorne. Hier war noch einer. Zwei dort. Einer hier. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass ich hier reinkommen würde, ohne gesehen zu werden. Wenn ich sage, ich mache nichts, also ich behalte die Münze. So, da sitzt auch noch einer. Wir fliegen erstmal außen hier den Weg lang. Hier wäre ein Weg nach unten. Aber wie würden wir hier hochkommen, ne? Hier ist kein Baugerüst. Ich glaube, die haben wir schon mal. So, hier haben wir noch einen Innenhof. Mit einer Wache. Okay, also das ist auf jeden Fall nicht ohne. So, hier stehen wir. Wo können wir denn Leute bestechen mit der Münze? Werden die uns angezeigt? Okay, er wäre es. Wir könnten zu ihm hin. Okay, was würde er uns bieten? Jetzt haben wir zwei und drei sollten wir haben, drei Möglichkeiten, ne? Okay, wir haben jetzt einen links, einen rechts vom Tor. Keinen mittig vor. So, wir stehen ja schon direkt bei ihm. Wir können ja mal gucken, was er uns anbietet. Da ist er. Gehört ihr zu Ali? Ja. Aber wir haben ihn seit Wochen nicht gesehen und der Aufstand hat sich nahezu aufgelöst. Das ist nur vorübergehend. Ali sitzt in diesem Gefängnis ein. Ali? Hier? Ich wähnte ihn tot. Ich werde ihn befreien, aber ich brauche eure Hilfe, um hineinzugelangen. Ich kenne dich nicht. Nichts wollen wir mehr, als dass unser Anführer zu uns zurückkehrt, doch woher weiß ich, ob ich dir trauen kann? Nein, gib ihm nicht die Miete. Die Münze. Ich verstehe. Vielleicht suche ich besser einen anderen Weg. Der hat uns ja gar nicht gesagt. Das ist ein Aufständischer. Der wird ja wahrscheinlich hier bekannt sein, oder? Wir können ja nochmal gucken, was ist denn der andere da? Schauen wir uns ihn nochmal an und dann müssen wir mal abwägen. Aber ich habe jetzt keine... Oder ist, besticht er die Wachen? Oh, da ist ja auch noch irgendein Zeichen, ne? Meine Herren, ihr seid kluge Geschäftsleute. Wollt ihr ein Angebot hören? Solange es ein gutes ist, Sadiki. Worum geht es? Ich muss in das Gefängnis gelangen. Unbemerkt. Ich dachte, vielleicht könnte ich mich als einer eurer Gehilfen ausgeben. Hm, möglich. Und im Gegenzug?
Diese Münze. Erkennst du sie? Sieh an. Ein wahrlich gutes Angebot. Folge mir und bleib in meiner Nähe. Okay. Ah, Mist, jetzt ist hier alles weg, ne? Ich wollte eigentlich noch mal sehen, was die hier an Schmiergeld haben wollen. Ach, ich soll die Kiste tragen? Ja, genau. Ich schlepp den Krempel hinterher. Und er lässt mich hier unnötig im Kreis gehen. Ist klar. Sadist. Ja. Verzeihung bitte, ich habe hier nur eine Kiste. Ich bin ein Händler. Ist ganz normal, dass ich Schwert und Dolch bei mir trage. Platz da! Wachen, wenn ihr bitte beiseite treten könntet. Ja, ja. Au, scheiße. Ich werde dich nicht weiter stören. Hab Dank, Sadiki. Und ab in die Höhle des Löwen. Oha. Okay. Gut, ja, wir sind drinne, würde ich sagen. Das wird, glaube ich, ein schwieriges Unterfangen hier. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Da hinten. Okay, erstmal würde ich sagen, wir crouchen und dann würde ich schon mal gucken, hier wegen Wachen. Okay, hier sind wir noch sicher. So. Alle meine Gaben, alles, was wir haben. So, ab hier dürfte es ja eigentlich losgehen mit dem Wachen, ne? Kann der mich durch das Gitter sehen? Okay, scheint nicht so. Wir waren zu weit weg, um Schreie zu hören. Aber bald darauf haben wir es gesehen. Echt schlimm. Glaubst du, sie kommen heute pünktlich? Wie viel waren sie gestern zu spät? Eine Stunde? Es wäre mir gleich, wenn es nicht so oft vorkäme. Okay, hier können wir nicht weiter. Übrigens, ich schaffe es nicht zur Zeremonie. Ich tippe mal, dass wir hier runtergehen müssen. So. Wo dürfen wir lang? Hier haben wir noch so ein kleines Versteck. Ja, gut. Hat er nicht gehört? Dann sind sie so leichte Beute wie die Flöhe, die sie essen. Wo kommst du denn her, dass du so stinkst? Was glaubst du? Dann aus dem Kerker. Es sind zwei Stück, aber wir müssen auch in die Richtung gehen, glaube ich. Nur Beleidigungen und Spucke. Beides gleichermaßen widerlich. Ach, das wird schon noch. Alles ist tot, oder nicht? Okay. Das war jetzt relativ leicht. Bin gar nicht hier. Okay. Ali muss irgendwo unterhalb des Gefängnisses sein. Wurde wahrscheinlich gefoltert. Ich muss mich sputen. Jungs, könnt ihr mich da einmal durchlassen, bitte? Ich hab... Wirklich, ich bin hier undercover und hab's ein bisschen... Oha. Eilig. Wo ist er hin? Ist er der Einzige? Okay, der guckt nach da. Der guckt nach hier. Ali,
Ja, laber, laber, ne? Jo, hab ich auch gehört, du. Das ist nichts Neues. Jetzt guckt mich der Typ da hinten an. Kacke. Ja, ja. Ich sag dir das. Gestern hat der in deine Suppe gespuckt. Der da, der jetzt kommt hier, der Bewaffnete. Ja, bei der Essensausgabe. Okay, warum? Ich glaube, das müssen wir nochmal anfangen. Lass mich doch mal durch! Wo bin ich jetzt? Oh, ich bin falsch gelaufen. Nein, bin ich nicht. Hallo. Ich müsste einmal bitte wieder zurück. Dankeschön. Wieso hat der mich denn jetzt gesehen? Ich stand doch in der Gruppe drin. Oha. Ja, ich hänge hier fest. Ja, würdest du auch tun. Optimistisch. Och Mann. Geh doch mal aus der Tür raus da. Okay, kleinen Moment. Ich muss hier einmal weg. Du solltest laufen, Kumpel. Dein Plan ist nicht aufgegangen. Oh, scheiße. Hallo, ja, ich bin schon. So. Wir müssen mal untertauchen. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, dass das beim ersten Mal direkt gescheitert ist. So. Ganz dumme Idee. Ach, Mann, das ist doch absoluter Mist. Okay, da habe ich den ersten Run habe ich verkackt. So, wo haben wir denn Händler? Ich hätte gern ein Elixier. Eisentor, Gefängnisse. Habe ich den schon gemacht? Ja. Okay, da wäre ein Händler. Okay, aber es gibt zumindest kein Plakat von mir. Mal ein bisschen alltägliche, normale Leute Dinge tun, damit wir wieder ein bisschen untergehen. Die Händler sind natürlich wieder bei den Wachen, ne? Na ja, gut. Okay, haben sie gesehen, scheiße. Ich dachte so, ach, das ist jetzt der Moment, diesen Korb da zu leeren. War vielleicht eine dumme Idee. So, wir gehen hier einmal durch und bleiben in der Nähe vom Händler. Wovor habt ihr Angst? Seid ihr doof?
So, der Händler ist hier vorne. Wir müssen einmal kurz aus dem Fokus. Ja. So, der Händler ist da hinten. Dafür ist immer Zeit. So, jetzt haben wir hier ein paar mehr Wachen. Aber ich glaube, die dürften mich ja eigentlich nicht mehr erkennen. So, der Händler hier vorne. So. Frieden, Zadik. Frieden. Sei gegrüßt. Zeig mir mal deine Waren, bitte. Was hast du da? Sieh dir meine Auslage an. Brauchst du was für deine Ausrüstung? Danke. So, damit haben wir zwei Elixiere. Die Messer sind noch voll. Und der Rest ist eigentlich irrelevant. War das erstmal alles? Ja, das war alles. Dankeschön, der Herr. Das war sehr nett. Auf ein andermal. Friede sei mit dir. Und Friede sei mit dir, mein Freund. Sadiki. Ja, habe ich tatsächlich ein bisschen was gelernt, oder? So. Entschuldigung. So, dann wollen wir nochmal gucken. Wir müssen noch ein zweites Mal durch. Wir haben ja noch alles markiert. Das werden wir von der Folgenzeit, glaube ich, nicht schaffen, ne? Das ist ein bisschen, oha. Ich würde sagen, wir gehen morgen nochmal rein. So, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Mal sehen, ob wir es morgen schaffen oder nicht. Warum auch immer der mich erkannt hat. Bis morgen. Haut rein.